da kommt kein vollständiger Giebel oben drauf, wenn ihr euch das mal anschaut. Da kommt kein vollständiger Giebel drauf, weil das sind halt Wüstenhäuser. Das bleibt so flach. Da kommen dann nur noch oben, kommen da Platten rein. Und ich denke mal, ich werde da so ein Mosaikmuster aus Akazie, Dschungel und sag schon, den Mangroven-Slabs machen. Aber das wird sich alles noch zeigen. Auf jeden Fall so, das ist das Design, das ich für das Ganze hier im Blick habe. Ich muss mal schauen, haben wir hier irgendwelche Sandstein-Slabs oder so? Ja, hier. Smooth Sandstone Slab. Das sind zwar nicht besonders viele, aber es reicht, um da oben einfach mal, da oben sind solche Lücken drin. Ich finde die ganz einfach jetzt momentan ein bisschen unschön, weil das soll ja hier so eine Präsentation jetzt sein und da möchte ich da oben die Lücken nicht drin haben. Also machen wir das so, dass wir hier oben einfach mal, die müssen auch nicht überall hin, erstmal. So. Das ist die Vorderfront des ersten Hauses am Dorfplatz. Und da kommt mehr. So. Ja, da ist schon. Oh, da ist schon Grünzeug rübergekommen. Das finde ich gut. Dann werde ich das hier mal killen. Ja, das hier wird auch aufgefüllt. Ja, vielleicht mache ich auch den Brunnen dementsprechend, weil es sieht ein bisschen eintönig aus, das Ganze. Vielleicht mache ich den Brunnen auch irgendwie, dass ich den, ja, ich finde auch diesen spitzen Giebel irgendwie nicht so jetzt berauschend. Genau, so heißt das. Ja, ich glaube, jetzt werde ich erstmal etwas machen, das sehr entspannt sein wird. Wenn ich es nicht falsch mache. Wenn ich es falsch mache, wird es sehr auer werden und vielleicht unter Umständen auch sehr tödlich. Oh, was will er bloß tun? Ja, er, sie, es, also ich, will ein klein wenig mit der Natur spielen. Ja, so sieht's aus. Gut, ich packe erstmal alles, was hier an Baustoff ist, hier wieder rein. Exposed Copper. Da müssen wir uns irgendwann mal was mit ausdenken. Hier die Netherwarze, die packe ich auch mal rein. Das wird alles noch dementsprechend, ja, geordnet. Ich mache mal Folgendes. Ich packe einmal hier oben noch den Rest der Gerätschaften rein. Die Propagulen bitte nicht. Alter, Propagulen. Ich werde diesen Namen niemals vergessen. Weil er hat mich heute gediegene Zeit gekostet, ne? Kann man so sagen. Man könnte sagen, die wieder Propagulen, ne? Ja, aber es sind noch genügend Propagulen da. Ja, wenn ich jetzt einen Raid mache, die Idioten hängen hier oben auf, hängen hier oben rum, ne? Wenn ich jetzt einen Raid mache, dann stehen die hier und lassen sich von den Armbrustschützen abschießen. Bin ich mir ziemlich sicher. Du nicht? Tja, du hast ja Vertrauen. Okay, das kann hier auch mal dann weg. Schaut mal, wir haben doch tatsächlich Material, also Gras auf dem Mittelplatz. Schön. Ich lasse mal Katzenfrosch wieder frei. Denn muss jetzt nicht rumsitzen. Hundesohn. Damit die beiden mitkommen können, wenn sie denn wollen. Schaut mal, 4,64er Bohnenmehl. Wir reisen jetzt doch tatsächlich nach Honky Island. Was will er auf Honky Island? Alter, sieht das hier hinten aus. Der Mangroven, die Mangrovenwüste. Sozusagen ein Oxymoron. Ja. Warte mal. Blödsinn. Wieder zurück.
Wie der... Oh, ruckelt das, Digga. Wir reisen wieder zurück nach Denisium. Hundesohn, Katzenfrosch. Oh, ruckelt das Spiel auf einmal. Was ist hier los? So, wo hatte ich denn das Baustoffgetue drinne? Da, genau. Das will ich nämlich wiederholen. Und ich würde gerne von jedem Baustoff, warte mal, erstmal auch mal nochmal Eisen auffrischen und eine Eisenspitzhacke bauen. Die hier soll nämlich eigentlich nicht zerranzt werden. Ach, so, ja, eine Eisenspitzhacke wollte ich haben. Ja. Wir bauen nämlich, ich hatte vor, ein bisschen drüben im Nether zu bauen. Und wenigstens ein bisschen können wir bauen, weil, ansonsten fühle ich mich irgendwie nicht wohl mit dem ganzen Kram. So, also, einmal Polished Diorite Slabs, einmal Polished Diorite, einmal noch ein paar Stairs. Ja, das dürfte es bringen. Wirklich nur ein bisschen will ich bauen. Alter, rüttelt das auf einmal. Was ist hier los? Moment mal. Nö, also Festplatte. Super. Das muss ich verifizieren, warum das so ist. Warte. Ich hole mal lieber den Bogen an den Start. Und dann möchte ich gerne das Baumaterial möglichst griffbereit haben. Wo sind dann da? Genau, und das kommt raus. So. Ja, go. Mein Digger. Schluck noch mal vom Likörchen, während ich im Netherportal stehe, das ist natürlich sehr positiv. So, die Treppe hier ist schon fertig. Ja, hier muss einiges geändert werden. Ich warte eigentlich auf den Kackenfrosch momentan. Ist eigentlich sehr erstaunlich, dass ich ihn momentan nicht höre. Keine Skelette am Start. Spiele ich im Peaceful oder was? Ah, natürlich nicht. Warte mal. Ich bräuchte mal ein bisschen Netherrack. Und für diesen Fall. Ich weiß nicht, wie hoch das hier sein muss. Wenn ich hier oben eine Treppe dran sitze. Das ist ein bisschen niedrig, ne? Boah. Du kleine dreckige Kackwurst. So. Er hat hier sicherlich wieder alles angezündet. Nö, hat er nicht. Ja, gut. Ja, ist ein bisschen niedrig, das. Aha. Gut, dann. Ja. Diese kleine Kackwurst, ne? Hat's aber sauber zerlegt. Und dafür, dass ich hier ein Dreiviertel Liter Schnapsgetränk 16% im Schädel habe, ist eigentlich gar nicht schlecht. Gut reaktiv, dieser alte Mann hier. So. Du wirst dich wundern. Mich kennt ja kaum jemand. Der Kevin hat mich schon mal gesehen und hat eine ungefähre Vorstellung, wie ich so bin. Na? Kevin, ich sag nur Planten und Blumen. Die Rollschuhbahn da. Nein, ich bin nicht Rollschuh gelaufen. Es war, da war ein anderes, eine andere Begebenheit. Können wir vielleicht irgendwann mal erklären. So. Ja, das sieht gut aus von der Höhe her.
Das kann man so machen. Kriegen wir hier zumindest ein bisschen was hin, ne? Weißt du? Und vielleicht noch ein bisschen Action mit dem Kackenfrosch. Mit irgendwelchen Skeletten. Und unter Umständen schießt der Kackenfrosch noch ein paar Zombies an. Und die nehmen uns das übel. Und dann, ne? Dann geht's richtig ab. Ich wollte heute eigentlich auch noch in die Netherfestung rüber. Lohnstäbe zu farmen. Lohn ist da. Na, weiß Bescheid. Ja, und aber das, tja, man kann nicht alles haben. Ich höre schon wieder das Kackviech herumeiern. Okay. Warte mal, das ist falsch, oder? Moment, wenn ich das so mache. Warte mal, aber das ist viel zu hoch, oder? Ich weiß es nicht. Lohn ist da. Nee, hier nicht. Da müssten wir tatsächlich rüber in die Festung. Naja, ich mache aber Kacke gerade. Oh, guck mal. Da ist er wieder, der kleine Mist. Ich bin heute gut. Mit Alkohol geht alles besser, wie es aussieht. Ja. Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass hier irgendjemand was Falsches annimmt. Ach, wisst ihr noch, da hatten wir da unten, hatten wir eigentlich den Weg geplant. Und da unten sind wir dann auch mal vom Kackenfrosch beschossen worden und dann wurden die Zombie-Schweinemänner sauer auf uns. Meine Fresse, ist das lange her. 2020. Muss auf jeden Fall kurz vor der Pandemie gewesen sein. Oder so. Falls du dich erinnerst, schreib einfach mal, wie du das in Erinnerung hast. So, boah, vorsichtig. Ding. So, ach, guck mal. Ein goldgieriger Schweinearsch in der Goldrüstung. Der hat's nötig, der Vogel. So. Quick. Der erschreckt sich da die ganze Zeit vor seinen Zombie-Kollegen. Das ist gut. Dann lässt er uns hier wenigstens in Ruhe arbeiten. So. Warte. Was machst du denn da? Blödsinn. Quick. So. Damit hätten wir das schon mal. Jetzt hier lang. Habe ich ein bisschen Netarak am Start? Ja, habe ich. Ich würde nämlich gerne hier einfach natürlich mit Netarak auffüllen. Ja, wenn jetzt der Kackenfrosch kommt und schießt mir hier das Zeug unterm Bein weg, wollte ich gerade sagen. Dann ist lustig, ne? Ja, also das hier ist eh irgendwie ein bisschen haarig, der ganze Quatsch. Aber das kriegen wir sauber hin.
So, guck mal. So, und die Strebe da ist natürlich viel zu früh. Warte mal, das sind viel zu viele da. Das ist einer zu viel. Ja, der ist weg. Mal sowas von eindeutig weg, ja. So. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich noch einen machen. Damit das passt. Eigentlich ziemlich entspannt heute, ne? Hier der ganze Quatsch. So, ja. Ja. Ist auch, dass ich mich ab und zu mal ein bisschen verklicke, aber das kann ja passieren. Sollte eigentlich so umgehen. Geht das? Ja, schon. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Dahin. So, aber hier die Strebe ist natürlich totaler Quatsch. Es sei denn, ich würde das so wollen. So, das sind dann 2, 3, 4, 5. Wollte ich das mit 6 machen? Ja, wahrscheinlich dann mit der 6. Machen wir mal 6 hier, komm. So. Und dann da, und da, nochmal, oh, da oben ist auch einer zu viel. Mir ist das egal, wenn da oben irgendwie noch einer bleibt. Och nö. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das hier laufen soll. Aber generell ist das schon mal gar nicht so schlecht. Huch, lass mich mal sehen. Oh, ja, Facecam läuft aus. Wir könnten auch langsam mal eine Pause machen. Ich mache hier noch einmal kurz. 1, 2, 3, 4. Ist bescheuert. 5. Warte mal. Ja, dann machen wir das bis hier hinten hin. ja, es, wie immer im Nether ist es ein bisschen angespannt, die Laune. Bräuchte noch ein bisschen Netherrack. Das kann ich hier drin rausschürfen. Bist du nicht ganz dicht, Kollege? Sagte er zu sich selbst. Und war entsetzt ob seiner Bräsigkeit. Genau. Ja, man kann auch verschwenden, ne? Das ist durchaus möglich, das kann man machen.
Ach, nö, ne? noch einer? Oder hat er noch im Tod geschrien? Nö, da ist noch einer. Na, komm rüber. Ich will Spaß haben. Ich bin gut. Jo. Ey, jo. Meine lieben Brüder und Schwestern und Sonstiges dazwischen. Liebe Zuschauende, ich sage ciao mit RW Respawn Anchor. Wir sehen uns hier wieder, wenn wir da hinten noch ein bisschen bauen. Und dann will ich mich um was kümmern, was interessant wird. Lasst euch überraschen. Ich sage ciao mit RW Respawn Anchor. Bis übermorgen. Und lasst euch beim besten Willen keinen Flügel ins Auge wehen. Ciao.